2019 wurde der FM Incoming Preis an Johanna Mikl-Leitner verliehen. Heute wurde das damals begonnene und versprochene Kunstwerk endlich übergeben. Dass das Kunstwerk bereits heute historischen Wert haben würde, hätte damals wohl noch niemand erahnt. Naja, der FM Incoming Preis hat eine Tradition. Das Ding ist, glaube ich, vor knapp 40 Jahren gestartet worden. Unzählige Prominente von Leo Wallner über André Heller, über den Peter Weck bis zum Innsbrucker Bürgermeister Dr. Luger. Und dann kam es halt zu diesem denkwürdigen Fest am 13. Mai, wo plötzlich am 14. Mai dieses Ibiza-Video aufgetaucht ist. Und zwei Wochen später war die Regierung weg. Und da haben wir schon alle geschluckt, weil wenn wir das eine Woche später gemacht hätten, was wäre passiert, Ekaterina? Es würde keine Party stattfinden, ja? Wir hätten keinen einzigen Gast gehabt und die haben alle unterschrieben. Und plötzlich ist das ein Zeitdokument und das war schon atemberaubend. Frau Mikl-Leitner ist für mich eine dieser, macht diese perfekte Spagat dazwischen, wirklich eine sehr gute Geschäftsfrau zu sein. Sie hat nie ein einziges Mal irgendwo nicht bunt erschienen, aber gleichzeitig sie ist immer diese bodenständige, herzvolle, liebevolle Mensch geblieben. Sie haben ja letztes Jahr den FM Incoming Preis erhalten. Was bedeutet denn das für Sie? Ja, dieser Incoming Preis war Wertschätzung gegenüber Niederösterreich, was wir im Tourismus geleistet haben. Und ich habe ihn stellvertretend für alle touristischen Betriebe übernommen und heute das Überraschungsgeschenk, das vor einigen Monaten eben im Mai angekündigt worden ist, wo vor allem auch alle Gäste mitgewirkt haben. Und ich glaube, dieses Kunstwerk zeigt die Kraft Niederösterreichs und vor allem auch den Stil, wie wir in Niederösterreich arbeiten, nämlich die Hände. Was ist denn die Aussage Ihres Bildes? Hände reichen, Hände, die verbinden, weil die Frau Landeshauptfrau ist ja eine Brückenbauerin, die Menschen miteinander verbindet. Und es war auch der Wunsch von meinem Auftraggeber, von Christian Mucher. Da wir ein Unternehmen sind, was natürlich auch in der Tourismusbranche arbeitet, Facility Management, Reinigung, also alle Serviceleistungen rund um Immobilien anbietet, war uns als Unternehmen es wichtig, diesen Preis zu unterstützen und natürlich auch die Leistungen unserer Landeshauptfrau. Ich finde, es ist ein verdienter Preisträger. Die Johanna Mikl-Leitner hat sich für das Land eingesetzt. Und das Land Niederösterreich ist wunderschön. Ich selber bin zwar geborener Wiener, aber ich habe mich nicht nur in eine Niederösterreicherin verliebt, sondern auch in das Land. Ja, ich glaube, dass die Kunst den Boden dafür aufbereitet, dass eben Städte oder Landschaften attraktiv sind.